Hallo zusammen, willkommen zurück zum Talos Principle. Irgendwie bin ich hier wieder rausgekommen. Und hier ist ein Puzzle ungelöst. Habe ich das jetzt letztes Mal vergessen? Ich habe gerade das Save geladen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was hier los ist. Hier ist auch was Neues, das ist doch neu, das habe ich noch nicht gesehen. Als ich in der 9. Klasse war, bin ich mit meinen Eltern nach Pompeji gefahren. Meine erste Reaktion war Staunen darüber, dass ich durch die Straßen einer antiken Stadt ging. Aber dann hatte ich plötzlich Angst. Mir wurde klar, dass ich in einem echten Ort war, in dem einst echte Menschen lebten. Menschen wie ich, mit Müttern und Vätern und Hoffnungen und Träumen. Und jetzt waren sie für immer verschwunden. Ich bin weinend zu meinem Vater gerannt und habe ihm von meiner Angst erzählt. Und er sagte, ich erinnere mich so deutlich, er sagte, du hast recht. Aber trotzdem sind wir hier. Solange Menschen kommen und diese Straßen begehen, ist die Vergangenheit nicht wirklich vergessen. Okay. Naja, also dass die Leute alle tot sind, das gilt ja jetzt nicht nur von Pompeji, wenn man lange genug wartet. Ganz kurz zu diesem Puzzle. Irgendwie hatte ich gedacht, ich hätte hier alle Puzzle gemacht, aber offensichtlich habe ich das hier vergessen. Ich war mir gar nicht mehr so sicher, wo ich die letzte Folge beendet habe. Ich dachte eigentlich, ich wäre durch gewesen mit der Zone, aber wohl nicht. Naja, dann schauen wir einfach mal. Da sieht man, wie schlecht mein Gedächtnis ist. Also wir können hier was aufmachen und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da zwei nervige kleine Summe im Weg sind, wie das Level ja schon heißt. Also machen wir erstmal irgendwas anderes auf. Hier braucht es blau. Hier drüben ist eine Kiste. Und da vorne. Wo kam denn blau raus? Habe ich das schon gefunden? Ich habe noch gar keine blaue Quelle gefunden. Okay, so. Also das erste, was wir wahrscheinlich. Boah, rammt der mich einfach. Was wir wahrscheinlich tun müssen, ist einen Weg zu finden, die Tür zu öffnen. Vielleicht reicht das so vom Timing her. Das sieht doch ganz gut aus. Zack und offen. Alles klar. Das zweite ist, wir werden mit Sicherheit diese Kiste brauchen. Also, oh, ich wollte ihn blockieren. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu blockieren. Wir werden ihn mit Sicherheit noch blockieren müssen. Ich mache das jetzt einfach mal hier an der Stelle gerade. Ich habe noch nicht herausgefunden, wofür das auf die Kisten drauf gut ist. Das hat bis jetzt noch keinen Nutzen gehabt, meines Erachtens nach. Gut, hier haben wir unseren zweiten Connector. Und da ist auch schon das Teil. Wir müssen da lediglich roten Strom hinbringen. Ist das denn jetzt so schwer? Na gut, es geht nicht ums Eck, kann ich nicht sehen. Ich könnte das Teil. Okay. Angenommen, ich krieg beide Dinger hier blockiert. Dann könnte ich hier ein Teil hinstellen. Das schießt hier rüber, schießt da drüben durch und schießt da raus. Und dann wäre das Level gelöst. Problem ist, ich muss dazu tatsächlich halt beide Dinger blockiert kriegen. Dazu müsste dann wahrscheinlich irgendwie diese Tür da ins Spiel kommen. Aber ich habe noch nicht. Bin ich jetzt blöd? Habe ich was übersehen? Irgendwo muss doch der blaue Strom herkommen. Ach, hier gibt es wie so ein Tipp. Will ich nicht. Da bin ich jetzt einfach nur blind oder was? Hier ist auch nichts dahinter, oder? Was ist das denn für ein Tor hier? Ist da ein Stern oder vielleicht? Ich kann noch nicht drüber, nicht so wirklich drüber sehen. Ich sehe jetzt noch nicht, was dahinter ist. Das verwirrt mich ein bisschen. Gut, also probieren wir das mal gerade, so wie ich mir das denke. Also wir müssten diese Tür hier aufmachen. So ungefähr. Dann wäre es natürlich gut, wenn wir das Teil hier blockieren würden. Bei der nimmt ja den langen Weg, ne? Der nimmt ja den langen Weg. Den muss man vielleicht nicht mal blockieren. Vielleicht reicht es nur, den hier zu blockieren. So, jetzt müsste gleich aufgehen. Das reicht. Ja. So, und das hier? Auch. Ups. Hä? Das war doch jetzt mal saumäßig einfach.
Was ist hinter dem blauen Tor? Das ist doch ein Stern, oder? Das ist doch garantiert ein Stern. Ja, also das war irgendwie wesentlich einfacher, als ich erwartet habe. Okay, vielleicht kann ich den Stern sehen und nicht hier drüber klettern. Ah, man kann nicht oben anhalten, der klettert da automatisch weiter. Das geht einfach nicht. Ah, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, weil ich die Folge angefangen habe. Wie viele Minuten waren das jetzt? Ja, wahrscheinlich so 3-4 oder sowas. Okay, ich habe gesagt, ich will die Sterne nicht lösen, aber ich werf trotzdem mal einen kurzen Blick drauf, ob ich hier jetzt irgendwo so ein Teil sehe, das mir Strom beschaffen könnte. Aus einem anderen Puzzle raus. Letztes Mal hatten wir das auf so einer Säule. Dieses Mal weiß ich es noch nicht so genau. Ich kann jetzt noch nicht wirklich was erkennen. Irgendwo hier hinten. Bäume. Nee, da bin ich gerade überfragt. Also ich glaube, ich sehe hier nichts, was ich anschließen könnte. Vielleicht übersehe ich es aber auch einfach. Gut, dann lasse ich dieses Tor erstmal Tor sein. Ich kann ja später immer nochmal in meinen eigenen Aufnahmen nachschauen, was ich wo verpasst habe. Okay, dann sind wir jetzt aber hier fertig. Jetzt gucken wir mal, wenn wir zurückkommen. Oh, hier ist der Text. Heute habe ich eine lange Unterhaltung mit dem Wesen im Archiv geführt. Ich kann nicht behaupten, dass es sehr hilfreich war. Nichtsdestotrotz kann ich vielleicht in der Zukunft ein paar wichtige Informationen aus ihm herausbekommen. Schon wieder der nette Sheep. Der Sheep, der sich so viele Sorgen macht. Und das hier? Diese Orte ergeben keinen Sinn. Ich gehe in eine Sackgasse und finde mich im Garten wieder. In dem einen ist es Tag, im anderen Nacht. Dieser Ort ist nicht real. James 2, because one was taken. Ah, okay. Netter Name, James. Gut. So, ich dachte jetzt, also meine Erinnerung war, dass das Teil 6 gewesen wäre, aber es war schon Teil 7. Kind, ah. Denn du hast deine Aufgaben in diesem Reich erfüllt. Du hast all seine Wächter besiegt und all seine Rätsel gelöst. Und somit ernenne ich dich zum Herrscher dieses Reiches. Aber... Und du darfst damit verfahren, wie es aber, dir gefällt. Aber da ist noch so ein Puzzle. Da brauche ich noch so ein paar Sternsiegel. Ah, okay. Also, Papa sagt mir, wir sind fertig hier. Dann gehen wir doch mal nach Papas Willen und begeben uns in Reich B. Es blinkt auch schon so da oben. Vielleicht brauche ich das zum Öffnen des Reichs B. Gab es hier hinten noch irgendwas? Eine Treppe? Reich A. Das ist so die Fabrik hier, die mich hergestellt hat. Ich erkenne da Muster. Das hat sowas, ein bisschen was im Portal. Nur ohne den Charme von Portal. Tja, da drüben kommt man nicht rüber. Ist aber verlockend, diese Tür. So eine Tür, da denkt man sich, da will man hin. Ist da nicht eine Treppe oder so? Na gut. Dann halt nicht. Ich glaube, mit dem Tom habe ich schon kommuniziert, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Sind die neu, wenn sie ein Sternchen haben? Habe ich vergessen. Athene! Die großen bronzenen Stiere zogen den Wagen voran. Dampf stob aus ihren Nüstern. Endlich kamen sie zu Toren auf der Spitze. Hier waren alle Generationen der Götter, Halbgötter und die Seelen der Sterblichen versammelt. Stahl, Bronze und Eisen und die Erinnerungen an das Sterbliche. Die Wolken teilten sich weit unter ihnen und enthüllten die schönen Ebenen Makedoniens. Auf denen einst große, strahlende Städte 536. Hä? Ach, ist doch Schrott. Der ganze Kram ist Schrott. Hey, bla, über das Römische Reich. Das interessiert mich ganz ehrlich nicht. Es geht um ein Seminar, für das man sich anmelden kann. Der Untergang des Römischen Reiches, ein dialektischer Ansatz. Nein, danke. Ich habe es in mein Tagebuch gespeichert. Vielleicht komme ich irgendwann mal wieder. Der Turm ist off-limits, hat mein Papa gesagt. Ich guck trotzdem mal kurz vorbei. Die Neugier treibt mich. Der Apfel der Erkenntnis erwartet mich.
Von hier hinten außen rum. Okay. Ach nee, das ist ja noch ein Gebäude. Schön versteckt im Hintergrund. Papa hat nur gesagt, dass der Turm verboten ist. Nicht der Rest. Ich könnte hier die Knöpfe drücken und hochfahren. Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich möchte wissen, was da hinten ist. Das interessiert mich viel mehr. Oh, ein Stern. Blauer Strom von irgendwoher. Boah, das ist schon beeindruckend, dieser Turm. Hier geht's abwärts, aufs Eis. Ob das Eis bricht, wenn ich da runterspringe? Ich probier's mal. Nein, tut es nicht. Am Anfang waren die Worte. Und die Worte erschufen die Welt. Ich bin diese Worte. Die Worte sind alles. Wo die Worte aufhören, hört die Welt auf. In der Abwesenheit von Raum kann man nicht vorwärts gehen. Wiederhole. Am Anfang waren die Worte. Okay, ich darf nicht gehen. Ich bin dann gefangen. Ohne freien Willen bin ich gezwungen, hier endlos in Pein zu leben. So Puzzleübersicht, okay. Noch ein Terminal und ein Eingang. Naja, gut, fragen wir mal das Terminal. Hallo Terminal, wie geht's? Oxyrhynchus? Die große Ironie des Oxyrhynchus Papyri ist, dass solch eine wichtige Quelle von Informationen über die alte Welt nur durch eine Müllkippe erhalten bleibt. Blieb wahrscheinlich. Während die Bibliothek von Alexandrien von Fanatikern und Eroberern verbrannt wurde, ein Ereignis, das uns... Die Rechtschreibfehler aber auch. Wir hatten das übersetzt, come on, Leute, das geht so nicht. Das ist echt unglaublich. Das ist Absicht, vielleicht ist es sogar Absicht. Irgendwas mit Teenie Popstars. Ich sag's ganz ehrlich, ich find's nicht besonders spannend, den ganzen Kram hier vorzulesen. Und auch überhaupt an sich zu lesen. Es wäre ja wirklich, ich mach das jetzt alles recht kurz. Das Buch des Schriftgelehrten des Osiris, ein altägyptischer Text bei einer Ausgrabung entdeckt. Kontroverse unter Ägyptologen. Buch erzählt die Geschichte eines sterbenden Mannes, der einen Schriftgelehrten über das Leben nach dem Tod befragt. Aha. Okay. Bla bla. Philosophisch und so weiter. Ist schon verstanden. Es geht darum, ob ich als Maschine denken kann und sterben kann und so weiter. Hab doch alles verstanden, was du mir sagen willst. Okay, das ist irgendwie offensichtlich und deswegen wahrscheinlich falsch. War einfacher als ich dachte. Ich weiß nicht, diese Tetris-Dinger kann man auch, glaube ich, auf ganz viele verschiedene Arten lösen. Da gibt es nicht nur eine Variante. Oh, hier ist die Tür erreichbar. Aber die Tür ist ein Fake. Die Tür ist keine Tür. Ich habe die Wahrheit erkannt. Nur Elohim kann uns vor dem ewigen Vergessen bewahren. Ist das eigentlich... Ja, das ist kein Anagramm. Er hat, glaube ich, gesagt, es wäre Hebräisch oder so. Gut, B ist ziemlich exakt genauso aufgebaut wie A, also fahren wir einfach mal runter und schauen uns die Puzzle in B an. Ein neues Reich liegt vor dir, mein Kind. Wisse, dass dies ein Land des Todes ist, das aber auch große Schönheit besitzt. Wenn du inmitten dieser Gräber wandelst, denke an all diejenigen, die vor dir diesen Pfad beschritten haben. Und wie sie dem höheren Zweck dienten, von dem auch du ein Teil bist. Okay, wir sind im ägyptischen Level. Und noch eine Tafel. Ach nee, da können wir ja hier gelbe Teile einsetzen und da drüben können wir wahrscheinlich grüne Teile einsetzen. Nee, noch mehr gelbe Teile. Okay, also gehen wir einfach zur 1. Ich möchte wieder ein paar Puzzle lösen hier. Lauter gelbe, sehr gut.
Und ein Terminal. Ich habe dir das ewige Leben versprochen. Wisse aber, dass nur diejenigen, die einer Bestimmung folgen, die größer ist als sie selbst, dieses erlangen werden. Alles andere ist nichts als Verfall. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. Ein hübsches ist ja hier. Jetzt sind wir vom alten Griechenland nach Ägypten gekommen. Was schreibt Sheep? Ja, ich wusste, es ist Sheep. Ich beginne endlich, die Kreatur im Archiv zu verstehen. Wenn auch auf Kosten meiner eigenen geistigen Gesundheit. Ich beginne zu vermuten, dass dieser Elohim nicht mehr Einfluss auf unsere Umgebung hat, als wir auch. Oh, Sheep hat Erkenntnis erlangt. Sheep löst sich. Verraten Sie mir etwas. Machen Sie immer, was man Ihnen sagt? Ja. Ich frage nur, weil ich nicht darum gekommen bin, den Stapel von farbenfrohen Krimskrams, den Sie gesammelt haben, zu bemerken. Denken Sie nicht, dass es etwas seltsam ist, dass die Stimme im Himmel Ihnen befiehlt, diesen Schnickschnack zu finden, Ihnen aber absolut verbietet, diesen Kram zu benutzen, um den Turm, der in der Mitte von all dem steht, zu besteigen? Sie wollen mich nur in Versuchung führen. Ich muss dem Turm widerstehen, oder? Ich klettere da hoch, wenn ich bereit bin, und keinen Tag früher. Sie wollen mich nur in Versuchung führen. Ich muss dem Turm widerstehen. Oh nein, er hat sie wirklich voll erwischt, oder? Sie müssen alles, was ihnen gesagt wurde, vergessen und sich Folgendes fragen. Wie kann jemand so viel blindes Vertrauen in seine Autorität verdienen? Mir ist fundamental klar, dass Elohim hier das Sagen hat. Ein wahrer Gläubiger, der keinen Widerspruch zulässt. Aber ich sage es Ihnen, er ist nicht, was er zu sein scheint. Hören Sie, alles, was ich damit sagen will, ist, dass wenn ich Sie wäre, ich nicht einfach jedem glauben würde. Was Sie auch tun, passen Sie auf. Sie haben größere Probleme als die Stimme im Himmel. Sie sagen seinen Namen nicht gerne, oder? Supportsitzung wird beendet. So, okay, das war dann wohl der Teufel, der uns hier verführen will. Ganz klar, ich bin aber ein treuer Elohim-Anhänger. Elohim hat uns Puzzle geschaffen und einen Zweck. Osiris 1. Der Sterbende ging zu dem Schriftgelehrten, der in Medjet wohnte, und sagte: Siehe, ich bin schwach von Körper. Meine Tage unter der Sonne des heiligen Amun-Ra werden bald zu einem Ende kommen. Obwohl ich meine Jahre im Dienst der zwei Länder verbracht habe, habe ich nicht studiert. Sagt mir, ihr, der ihr weise in den Schriften der Toten seid, was liegt vor mir auf meiner Reise? Was wird mir im Land der Westler begegnen? Schriftgelehrte sprach: Zur bestimmten Zeit W$ Paragraph und $3 Paragraph 7% Dollar. Erstens, es ist wahrscheinlich, dass abhängig davon, für wen das Buch angefertigt wurde, der Stadtname angepasst wurde. Der Sterbende ist ein Avatar des Eigentümers. Aha. Im älteren Manuskript wird dies als Bullshit. Es ist kontrovers, ob die Toten. Oh, und das nervt mich auch. Diese Texte sind immer so abgeschnitten. Die lesen sich nicht mal gut vor. Fehlübersetzungen auf Seitenbudgets gehalten. Ist dies in Wahrheit mit großer Wahrscheinlichkeit eine Fehlübersetzung des alten Kopisten? Aha. Unsterblichkeit. Der Mensch, der hier schreibt, hat Angst vorm Sterben, sieht keinen Grund, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Ist ein Organismus wie jeder andere. Wenn sein Gehirn nicht mehr funktioniert, wird sein Bewusstsein aufhören zu existieren. Das ist eine vernünftige Einstellung und sie macht ihm Angst? Tja, und er würde sich Unsterblichkeit wünschen. Wer würde das nicht? Oh na, Mann, aber du willst doch nicht wirklich unsterblich sein, höre ich die Pseudophilosophen sagen. Pompöses Gefasel! Jeder will für immer leben. Vielleicht hat es auch jeder verdient, ewig zu leben. Aber das können wir nicht. Und so ist es jetzt. Damit müssen wir leben. Oder besser gesagt, nicht. Du bist auch so ein Pseudophilosoph, Junge. Habe es, Text. Kann nicht geladen werden. Achso, Video kann nicht geladen werden. 24 Millionen Aufrufe. Mein neuer Song mit Texten. Man muss über solche Sachen lachen können. Lachen ist die beste Medizin. Lol. Ich habe es. Du hast es. Er hat es. Sie hat es. Mama hat es. Papa hat es. Baby hat es, Oma hat es,
Bürschchen hat es, Fettsack hat es, Glücksschwein hat es, Trottel hat es. Ah, jetzt kommt der Refrain. Jeder hat es, komm schon. Jack hat es, Fred hat es, Bob hat es, Hund hat es. Hund ist in Ordnung. Wow, tanzender Hund. Jeder hat es, außer Hund. Wow. Wir haben es, jeder hat es. Wow. Favorite. Bitte Favorite zur Playlist hinzufügen. Das hat doch bestimmt schon mal jemand eingesungen. Ja, und mit dem Krempel haben wir jetzt unsere ganze schöne Folgenzeit verblempert. Aber so ungefähr 5 Minuten bis 10 Minuten bleiben noch, um hier ein paar Puzzle zu lösen. Wasser ist immer noch böse? Nee, Wasser war noch nie böse. Nur die Entfernung zu Papa ist böse. Oh Gott, und ich komme nicht raus aus dem flachen Krempel hier. Links, rechts, geradeaus, links. Oh, da hat schon wieder einer rumgesprayt. Kann man das einfach mal wegmachen? Ich habe eine Kiste schweben lassen. Ernsthaft, das war großartig. Von 8. Der kann kein Mensch sein. Der hat ja so einen super kreativen Namen. Hup! Aha. Hat ja nichts gebracht, dass ich hier hochgehupft bin. Hier ist doch bestimmt so ein Stern versteckt. Wer weiß. Gut, Fenster durch eine Tür. Hier ist der Ausgang. Das klappt nachher runter, sieht man hier an der Bodensenke. Oh, die Hintergrundmusik ist auch sehr schön ägyptisch. Hier ist ein netter Botfreund. Hier sind ganz viele Verbindungsstücke. Okay. Also dann schauen wir doch mal, wie das hier funktionieren soll. Ich habe schon das Fenster erkannt. Ich nehme mal an, unser erstes Teil kommt vor das Fenster. Ich probiere einfach mal, bevor ich jetzt hier lange überlege, einfach mal gucken, was funktioniert. Noch sehe ich nicht, wie uns dieser da dazwischen... Achso, natürlich sehe ich wieder dazwischen. Wir können ja noch gar nicht durch die Tür hier durch. Ach, und da ist noch so ein Ding dahinter. Ja, das wird so ein ähnlicher Trick wie bei dem letzten Rätsel da. Daran kann ich mich noch erinnern. Okay, ich würde sagen, das legen wir einfach so, dass es möglichst viel Zeit hat. Also hier hin. Und dann hier hin. Oh, es geht ja super schnell auf. Das ist ja überhaupt kein Problem, würde ich sagen. Okay, so, jetzt müssen wir ein extra Element einfügen. Nämlich das hier. Und nee, das funktioniert nicht. Ja, also was ich machen will, ist klar. Ich will den Strom durch die Tür legen und da drüben hin anbinden, damit ich dann permanent die Tür offen habe mit lediglich zwei Dingern. Dazu muss ich durch die Tür sehen können. Das müsste etwa so gehen. Das ist nur so eine kleine Timing-Sache. Das haben wir gleich. Ja, jetzt zum Beispiel. So. Damit haben wir das permanent offen. Und dann das hier. Und dann sind wir durch hier. Gott, das braucht Stunden. Also das Tor braucht jetzt lang, damit man, damit das Ding drüben einen wirklich behindert und man diese Lösung nicht finden muss. Ey, warte mal, wo ist denn jetzt mein, wo ist denn jetzt mein Teil? Ach, da oben. Ach, nee. Ich baue ja die Tür gar nicht, da war ja jetzt mal nutzlos. Okay. Das war Nummer 1. Ups. Nochmal. Ich wollte sagen, hopp. Hm, hier sind Fenster. Da kann man rausschießen mit Lasern und so. Ja, in der Mitte sind viele Puzzle. Ich gehe jetzt nochmal zu den Seiten. Nein, ich bin gefallen. Das wird doch bestimmt so ein Puzzle sein, wo ich irgendwie hier rausschießen muss mit dem Laser und dann irgendwo anders hin. Und am Ende komme ich zum Ziel. Irgendwas bezüglich eines Sterns. Hey, habe ich das nicht gesagt? Sterne. Okay,
Wir haben blauen Strom, wir haben blockende Viecher, wir haben eine blaue Tür mit dem Puzzleteil dahinter. Ich nehme an, diese blaue Tür braucht sehr lange zum Öffnen. Auch wenn wir das hier geschickt platzieren. Ziehen wir das mal so. Ja. Genau. Also die braucht sehr lange zum Öffnen. Da hätten wir noch roten Strom und einen Stern dahinter. Und den müssen wir aus einem anderen Puzzle raus rübergeben. Ich guck mal kurz, ob ich Fenster finde hier. Ich sehe jetzt aber kein Fenster. Meine Erwartung ist nicht ganz so erfüllt, weil meine Erwartung war, dass es hier halt irgendwo ein Fenster gibt. Okay, ich kann die Viecher auch nicht mit meinem eigenen Körper aufhalten, richtig? Ja. Das mögen die gar nicht. Aber, das habe ich schon überlegt, ich kann das Ding... ich kann es nicht in seinen Weg stellen. Oh, das ist schade. Okay, na gut, wir haben ja nur einen Teil. Also müssen wir halt den längeren Weg gehen. Zum Beispiel hierhin. Gut. Löst. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Und da oben gibt es einen Weg, den Laser reinzuschicken. Gibt es irgendwo wieder so ein Laserumlenkteil? Ja, es wird wieder aus irgendeinem anderen Puzzle raus funktionieren. Aber jedenfalls nicht durch eins dieser Fenster. Okay, was sagt die Uhr? Ja, ich würde sagen, Folgenschnitt und beim nächsten Mal gehen wir in den Tempel des Osiris. Also, bis dann. Tschüss.